Hallo Leute und willkommen zurück zu Part 5 unserer Reise durch das neue Update von Enshrouded. Wir sind im letzten Part ja hier stehen geblieben an der Elixier-Produktionsstätte und die werden wir uns jetzt heute genauer anschauen und dann hoffentlich endlich mal ein paar Quests machen. Gut, nicht lang schnacken, Axt in den Nacken und losgelegt. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder das übelste Chaos, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Halt, hier kann ich durchsuchen. Nehmen wir alles mit. Und dann kann ich hier auf jeden Fall rein. Gibt es hier einen Geheimgang oder so? Keine Ahnung. Was ist hier? Also einmal rauf mit uns. Ah, eine Kiste. Ring des Frosts. Den habe ich jetzt schon das dritte Mal gefunden. Mein ist jetzt nicht schlecht, aber einmal reicht eigentlich. Sonst ist hier nichts. Dann, oder? Ja, dann düsen wir wieder runter. Und jetzt hat mich der Heini gesehen. Ist aber kein Problem. Wir gehen ja eh hier raus. Oh, kommst du uns entgegen. Du bist gastfreundlich. Und er hat Obsidianpfeile. Finde ich gut. Dann gehen wir doch gleich hier hoch. Hier stand der Heini nämlich. Hier kann man lang. Okay, das merken wir uns mal. So. Was ist jetzt hier los? Hier haben wir eine Nachricht. Über den neuen Rekruten. Hey Steph, ich konnte dich nicht an unserem Treffpunkt treffen, deshalb hinterlasse ich dir diese Nachricht. Der Schleifmühlendienst hat mich im Würgegriff, weißt du? Entschuldige, dass ich mit der Arbeit anfange, aber kennst du den einen Typen namens Loft? Wir haben ihn beim Herumirren im Schnee gefunden. Er sagte, er gehöre zu einem Holzfäller-Team und habe sich verlaufen. Er repariert gerade das Dach des Turms, aber er scheint abgelenkt zu sein. Ich habe bei Hohenstarr-Wallburg eine Liste aller Holzfäller angefordert, die derzeit beschäftigt sind. Aber sie sind mal wieder mit Papierkram überlastet. Erinnerst du dich an John? Er arbeitet jetzt dort. Wahrscheinlich ist er innerlich tot. Wie auch immer, schmeckt dir das Bier, das ich dir hinterlassen habe? Es hat einen Kick, hm? Das ist meine neue Geheimzutat. Ich habe noch mehr in unserer versteckten Brauerei. Keine Sorge, das hat noch keiner mitbekommen. Sollen wir den neuen Mann auf einen Drink einladen? Kent. So einer ist unser lieber Kent also. Wissen wir Bescheid. Hier kommt man nochmal runter. Ich glaube, das ist aber nur der Weg. Ja, genau, den wir hätten sonst gehen können. Dann können wir noch hier lang. Sah auch aus wie eine Geheimtür, ist es aber nicht. Okay, also erstmal links rein. Zu dieser wunderbaren Kiste. Oh, wir haben einen außergewöhnlichen Ring der Gesundheit. Ist es der, den wir schon gefunden haben? Ja, yep, auch den haben wir schon gefunden. Dann geht's weiter. Ist das vielleicht eine Tür? Nö. Das ist so verwirrend. Rohwolle haben wir. Hier geht's auch rauf. Da hinten steht ein Typi. Den knöpfen wir uns mal schnell vor. Ich habe irgendwie Angst, runterzufallen. Oh, und jetzt ist er runtergefallen. Ja, macht auch nichts. Hier hätte man nämlich auch zu ihm raufgekonnt. Okay. Kommt man hier sonst irgendwo hoch? Nö. Dann geht's hier weiter, aber hier ist nichts. Ich meine, ich kann hier hochhüpfen, aber da wäre ich bestimmt anders auch irgendwie hingekommen. Und zu finden ist hier sowieso nichts, also passt das. Gut. Gehen wir also weiter. Irgendwo hier muss auch noch das Notenblatt versteckt sein. Na, da lieber nicht lang. Und ich muss was essen. Macht es mal. Sehr schön. Durchsuchen. Elixierproduktionsstätte. Hier ist viel Kram. Finde ich nicht schlecht.
Aber auch hier ist es wieder genauso verspult, meiner Meinung nach. Standort oben. Ja gut, ich will aber hier unten erstmal alles gesehen haben, bevor ich nach oben gehe. Zumindest weitgehend irgendwie. Naja. Na gut, zu denen können wir auch später noch. Jetzt düsen wir hier rechts hoch. Ich bin im Miasma und das ist irgendwie eklig. Wie komme ich denn rauf? Hier. Wartet mal, ist da was? Nö. Nee. Wir müssen da hoch. Hier ist eine Kiste. Ist es da drin? Nein. So, wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier nochmal was zu lesen und ein Notenblatt, und zwar Stilles Echo. Und was gibt's hier zu lesen? Was für ein Glückstag. Ich stieß auf eine Patrouille, genau wie ich befürchtet hatte. Aber das Glück war wieder einmal auf meiner Seite. Ich überzeugte die Truppe davon, dass ich aus der Holzabteilung stamme, indem ich ihnen die Schwielen zeigte, die ich vom jahrelangen Lautenspielen an den Händen habe. Sie haben es mir abgekauft. Rekrutloft, so nennen sie mich. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, einen falschen Namen anzugeben. Ich dachte mir, sie würden mich sowieso nicht wegen meiner musikalischen Vergangenheit kennen. Ist Musik in den Weiten des Nordens überhaupt erlaubt? Wer weiß das schon? Ich wurde beauftragt, den Turm zu reparieren, aber ich habe mich von der Arbeit weggeschlichen, um diese schöne Aussicht zu finden. Wenn ich Echo rufe, reflektieren die Berge meinen Ruf mit sanftem Nachhall. Es ist wirklich ehrfurchtgebietend. Ehrfurchtgebietend, das Wort habe ich auch noch nie gehört. Ich muss einfach mehr von den Bergen sehen. Vielleicht werde ich meinen Vorgesetzten bitten, mich woanders zu stationieren. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann noch irgendwann von ihm lesen werden. So, jetzt müssen wir dann wieder hier runter. Doing. Oh, und wir haben hier ganz viele Säcke. Da möchte ich doch gerne mal gucken, was da so Schönes drinnen ist. Ach, wenn ich nicht schon wieder genervt werde. So. Und mit dir war es das jetzt. Perfekt. Gut, wo sind wir denn hier? Hier können wir auf jeden Fall wieder ganz viel Zeug anschauen. Das mache ich dann aber später. Ist das jetzt hier so eine Art Elixierbrunnen oder was geht jetzt hier so ab? I don't know. Wir können aber hier hoch. Und haben auch hier wieder eine Kiste. Mit dem Streitkolben der Verleugnung. Passt. Lasst uns mal auf die Karte gucken. Wir haben ja hier die kleine Brauerei und die setzen wir uns jetzt mal als Wegpunkt. Schauen wir mal, was es da dann so gibt. Jetzt erstmal hier ein bisschen runter mit uns. Und genau. Hier kann man runtergehen. Das machen wir dann gleich. Wir suchen noch das da kurz. Genau, hier ist ja sonst nichts mehr. In Ordnung. Dann folgen wir doch dem Weg mal. Ins Düster, ne? Wartet mal schnell. Ja, besser. Okay, war jetzt nicht so lang, aber... Schaut mal her. Hier ist irgendwie so eine Art Höhle. Dieses blaue Zeug, das muss... der Weg vom Elixier gewesen sein. Krass. Ist ja wirklich hart. Und was ist jetzt hier noch so? Da kann man hinten langlaufen. Standort unten. Na gut, okay, dann... Jetzt mal gucken, da komme ich ja bloß rauf. Und hier kann man sich langhangeln, um hier hinzukommen. Okay. Dann will ich jetzt noch wissen, wo das uns hinführt.
Aber ich denke mal, es führt uns einfach nur rauf. Aber halt von der anderen Seite, also nicht von da, wo wir gekommen sind. Ja, genau. Jetzt sind wir hier. Hier können wir auch noch hoch. Ah, es gibt immer so viele Wege, ey. Ist dahinter irgendwas? Nö. Ja. Da geht's auch noch lang. Ich dachte, wir hätten hier schon alles gesehen. Krass. So viel Zeug. Warte mal, ist da irgendwas dahinter? Nee. Oder? Gehen wir halt rauf. Hier haben sie alle gepennt. Und hier haben wir eine krasse Truhe. Mit wieder einem Regen des Frostes. Ich werde wahnsinnig. Ich bin mal gespannt, ob wir auch noch andere Ringe finden. Aber ich denke, hier sind wir dann erstmal fertig und können wieder runter. Dann geht es hier nämlich auch noch lang. Was ist denn hier? Hier ist nichts. Okay. Kann man hier lang und da lang und dann kommt man wohin? Ach, hier. Okay. Was sind denn das hier für Beutel? Okay, da ist nichts drin. Naja, ein Versuch war's wert. Und hier so? Auch nichts. Okay. Was ist da? Nix. Und ich höre aber schon wieder irgendwas. Ah ja. Dann du noch. Passt. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, durch, oder? Scheint so. Das heißt, wir müssen jetzt Standort unten. Aber wo unten? Ganz unten? Ich fliege jetzt mal ganz runter. Was steht denn jetzt da? Kleine Brauerei. Ja, wo, Leute? Wo ist eine kleine Brauerei? Sehe ich auch den Standort nicht mehr. Oder war der mir jetzt gerade hier unten angezeigt? Ne. Komisch, komisch. Kann ich da hoch? Oh. Ach, Mann. Kleine Brauerei. Hä? Setzen wir nochmal als Wegpunkt 3 Meter. Ja. Oh. Und, was haben wir denn da? Einen außergewöhnlichen Ring der Ausdauer. Guckt mal an. Vorher sage ich es noch. Und jetzt finden wir einen anderen Ring. Geil. Und damit haben wir auch die Quest abgeschlossen. Das heißt, wir können weiter in diese Richtung. So weit ist es nämlich auch gar nicht. Es sind nur 300 Meter. Und die versuchen wir jetzt hier mal hochzufliegen. Aber so vielleicht. Man kann natürlich die Mauer auch noch entlanglaufen und das müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann noch tun. Ach, vielleicht ist es doch sinnvoll, wenn wir es gleich machen. Mann, Leute, das ist doch immer so ein Geschiss. Da hinten ist nämlich auch noch ein Feuer, bei dem waren wir auch noch nicht. Ich will alles mit euch sehen, versteht ihr? Dass ich einfach nichts übersehe. Was ist hier drin? Nadelbaumstämme. Warte mal, wieso ist er denn jetzt bitte böse? Ich habe dir nichts getan, Jungchen. Ja gut, dann einfach weiter mal in die Richtung. Dann wird er uns bestimmt nicht hinterherdüsen. Hier sieht es mir nämlich so aus, als könnte man da dann hoch. Was ist denn hier?
Weiß nicht, ob da was drunter ist. Ich schätze mal nicht, aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Scheiße. Hätte klappen können. Machen es gleich nochmal, aber von hier oben kriegen wir mal schnell dahin. Schauen, ob hier noch irgendwas ist. Wow, was für ein großes Rad. Krass. Krass, krass, krass. Es wäre so schön, wenn das alles fließen würde. Naja, gut. Miasma machen wir ein anderes Mal. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Mich würde interessieren, ob was hinter dem Wasserfall ist. Na gut, ich habe mich jetzt so ein bisschen reingegraben und wenn da was wäre, dann glaube ich, hätten wir das schon gefunden. Das heißt, wir düsen hier lang und können jetzt aber rauf. Nachdem wir uns das andere da unten angeguckt haben, denke ich, müsste das auch passen. So, wo ist er denn, der Weg? Hier ist er. Sehr schön. Hier haben wir dann wieder eine Höhle. Oh, und was sehen meine entzündeten Augen denn dort? Eine wundervolle Kiste. Magierstab der Täuschung. Es werde Licht. Was gibt es hier sonst noch so? Nix. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt kann man natürlich hier wieder lang gehen. Oder eben den Weg hier. Wir gehen den Weg nach oben. Und dann später können wir da noch rechts lang. Okay, und jetzt sind wir irgendwo angekommen. Lasst mich mal meine Axt wieder rausholen und gucken. Camellia Seen Marmorsteinbruch. Was geht denn hier jetzt ab? Quest aktualisiert, alchemistische Weisheit. Dann setzen wir uns mal die Geiernester als Wegpunkt. So. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hingehen soll. Wir haben jetzt wieder so einen fetten Steinbruch. Ich schätze mal, dass wir hier lang müssen. Hier ist zumindest eine Kiste. Und hier ist nichts. Okay. Standort ist oben. Dann würde ich sagen, lasst uns mal hier rein in die Höhle. Aber natürlich nicht ohne Fackel. Oder was heißt Höhle? Es ist ja keine Höhle, es ist ja ein Steinbruch. Och Gott, der ist wieder so verspult, ey. Ich hasse es. Weiß wieder keiner, wo man hingeht. Hier sieht es aus, als würde man ins Miasma gehen. Deswegen. Aber hier kommt man nicht weiter. Okay. Ja, dann kann ich ja nur da lang. Gut, wenn das so ist. Neuer Ort markiert. Kartiert. Höhlenpassage. Ja, wie kommt man denn zu den Geiernestern? Und wo zum Teufel führt die Höhlenpassage hin? Die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich möchte ja zu den Geiernestern. Ja, und ich glaube, hier sind wir schon auf dem richtigen Weg. Links oder rechts? Tja. So. Da oben sind die Geiernester. Zumindest sehe ich da oben ein Chillen. Wie komme ich denn da rauf? Ich sehe nichts, wo ich hochkomme. Ich schau mal nach dahinter. Da irgendwas ist. Ja, okay. Jetzt wartet mal, wir gehen mal hier. Weil ich glaube, hier wären wir jetzt rausgekommen, wenn wir den linken Weg gegangen wären. So. Ja, du armer Schatz. Huch. Wo muss ich denn hin? Ach so, darauf. Ach, da ist ja auch noch eine Höhle. Schauen wir natürlich da auch hin. Aber mit Licht. Ups.
Okay, das führt zum Glück nur hier raus und nicht noch irgendwo anders hin. Da sind die Panda. Okay, ich komme also von hier auch darauf. Na dann. Würde ich mal sagen. Gehen wir hoch. Was ist hier? Ja, eine Kiste. Ah, Heiltränke sind immer gut. Da sage ich nicht nein. Ach, Menno. Okay, hier sind ganz viele von den Viechern. Ich weiß nicht, wie sie heißen gerade. Lass mich bitte durch. Sag mal, bist du frech oder was? Hier ist noch eine Kiste. Ach, das ist so geil, wenn man die findet. Dann muss ich die nicht selber die ganze Zeit craften. Okay, und hier ist der Weg. Wir müssen also nach da hinten. Und da können wir ja einfach hindüsen. Und hier. Ja, seht mal an. Und hier sehe ich ja schon, wo wir hin müssen. Quest aktualisiert: Alchemistische Weisheit. Wir haben einen zerrissenen Wandbehang des Alchemisten gefunden. Passt perfekt. Dann haben wir jetzt hier als nächstes entzünde die verschneiten Berggipfel. Das ist dann wieder so ein, wie heißt es jetzt gleich? Leuchtfeuer. Wie weit ist denn das entfernt? 346 Meter. Ist es das da oben oder das da hinten? Wisst ihr was? Ich fliege jetzt mal schnell in die Richtung. Denn ich glaube. Oh, da hat man voll den Aufwind. Guckt mal. Seht ihr das? Geil. Ich weiß nicht, ob es das Ding da oben ist oder das da hinten. Nein. Standort oben. Okay. Na gut, das war blöd. Gehe ich nochmal kurz zurück und setze mir dann hier an der Straße einen Altar hin. Und dann können wir auf jeden Fall im nächsten Part hier zu dem Leuchtfeuer. Und dann sind wir ja eigentlich eh schon fast wieder hier rum. Hier ist ja noch das ganze Miasma. Das müssen wir auf jeden Fall dann auch noch erkunden. Dann würde ich an der Stelle aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich hoffe, ihr auch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bye, bye.